Willkommen zurück. Ja, hallo zurück zu Let's Play der Pate. Und ja, wir haben ja jetzt in den letzten Folgen extrem viel ja, Nebenaufgaben gemacht. Und ich ja, werde mich jetzt quasi von den Nebenaufgaben verabschieden. Ich werde jetzt den Fokus wirklich auf die Missionen setzen. Ich danke euch allen, die mir treu geblieben sind. Aber wenn man ein Spiel auf 110% spielen will, dann muss man halt auch Nebenaufgaben machen. Und die können teilweise halt langweilig und auch langwierig sein. Genau, was ich eigentlich jetzt vorhatte, war folgendes. Ich wollte eigentlich jetzt immer Missionen machen und nach jeder Mission zwei Lagerhäuser. Haben wir auch bereits ja schon so gemacht. Denn wie, wenn ihr seht, Missionen 2/3, Mordaufträge fast die Hälfte, Erpressungen 3/4, illegale Geschäfte 2/3, Pickups haben wir mehr als die Hälfte, also Sammeldings wie Saves und Filmrollen und so weiter. Spielfortschritt gesamt ist die Hälfte. Was uns wirklich noch fehlt, sind die Lagerhäuser, die Drehscheiben und die Anwesen. Und ich dachte eben, ich mache jetzt immer zwei, also haben wir nach der letzten Mission schon zwei Lagerhäuser benommen, das der Tartaglias und das der Strakis. Und ja, wollte jetzt eigentlich die nächste Mission machen und nach dieser Mission wieder zwei Lagerhäuser übernehmen. Eines ist mir dabei jedoch aufgefallen. Und zwar, wir haben mit der Ding hier, mit der Killerpistole, die eigentlich One-Shot-Kills macht, hatten wir recht Mühe, gegen die Tartaglias und gegen die Strakis anzukommen, die ja eigentlich die schwächsten Familien sind. Also wir haben sie natürlich schon gepackt, das, so ist es nicht, oder? Aber es hat sich schon gezeigt, dass wenn da so viele Gegner aufs Mal kommen, dass die Killerpistole, ja, es ist dann schwierig wird. Und ich sage mir nur, hey, wie wird das denn erst, wenn wir gegen die Kunios und gegen die Basinis kämpfen? Klar, ich könnte natürlich schauen, dass ich immer schön in Deckung bin, und aber das verlängert den Spielfluss und auch das Risiko, dass ich fehle, ist natürlich auch da. Also habe ich mich entschlossen, dass ich meine Waffen wieder upgraden werde. Und zwar werde ich mir die mächtigste Waffe des gesamten Spiels, der Pate, kaufen. Das einzige Problem ist, ich habe gegenwärtig genau 193.000 Dollar, ja, genau 193.070 Dollar. Diese Waffe kostet jedoch, also die Waffe selber kostet 450.000. Und da ich ja alle Upgrades kaufe, das wäre ja Stufe 3, muss ich das Stufe 2 Upgrade auch noch kaufen, und das kostet 45.000 Dollar. Also 495.000 Dollar, also fast eine halbe Million Dollar. Und wie sollen wir in so kurzer Zeit eine halbe Million Dollar auftreiben? Indem sie ein paar Banken ausrauben lassen.
So, wunderbar, wir haben die 500.000 Dollar. Das heißt, jetzt können wir uns die Waffen, beziehungsweise ja, also ja, die Waffen, also eigentlich ist es eine ganz, ganz bestimmte Waffe, die wir uns kaufen. Aber ja, wir müssen, damit wir alle Waffen-Upgrades haben, wir müssen wir da auch alle kaufen, oder? Wenn wir das Spiel ja zu 110% spielen wollen, müssen wir uns jetzt zuerst hier in New Jersey eine Schrotflinte kaufen. Und wenn wir die Schrotflinte dann haben, dann können wir eigentlich die Waffe, die wir eigentlich wollen, kaufen. Die hier könnte dir gefallen. Doppelläufige Schrotflinte, 45.000, yes. Wenn sie dich schnappen, ich kenne dich nicht, okay? So, jetzt gibt's wieder einen Überfall. Oder auch nicht. Was zum... Oh. Schwachkopf! So, wohin fahren wir eigentlich? Nach Osten? Ja, Osten ist richtig. Das war doch mal ein geiler Stunt. Fast and Furious like. Ja genau, ja, jetzt haben wir ja ziemlich viel Action, beziehungsweise viel, ziemlich viel Action hatte ich jetzt, um das Geld aufzutreiben, aber ich glaube, es hat sich wirklich gelohnt, weil, ja, ich habe mir so überlegt, zukünftige Missionen und so. Und wenn wir da mit der Killerpistole, so gut sie auch ist, kommen wir gegen Vasilis und Kunios, kommen wir einfach nicht weit. Hier gibt es noch einen Überfall, den machen wir natürlich auch. Was zur Hölle? Soll ich dir in den Arsch treten? Und wieder das gleiche Problem mit dem Nachladen, unnötigerweise. So, wo ist das Geld? Hier, 1000, naja. Haben wir jetzt eine tolle Verfolgung? Ja, also die 1000 Dollar waren es mir ehrlich gesagt nicht wert dafür, dass ich jetzt diese unfreiwillige Action habe. Ich wäre lieber in Ruhe gechillt nach dorthin gefahren. Ich muss jetzt nämlich noch helfen. Also es gibt zwei Orte, wo man die Waffen kaufen kann. Der eine Ort ist, glaube ich, in New Jersey. Ah ja, genau, ich weiß, wo das in New Jersey war. Eigentlich hätten wir es auch dort kaufen können, aber. Keine Ahnung, warum ich das nicht getan habe. Wir können es aber auch hier im Hell Kitchen, also beziehungsweise Little Italy Industrial, dort können wir es auch kaufen. Italy Industrial Park, genau, und wollen wir hin. Und zwar, wir waren ja schon mal da, als wir das eine Päckchen gesucht haben. Da gibt es nämlich einen Waffenhändler. Und dort kaufe ich mir jetzt nämlich eine ganz, ganz spezielle Waffe. Nämlich die stärkste Waffe, die es gibt in diesem Spiel. Ich werde noch nichts verraten, ihr werdet es dann gleich sehen. Allerdings erlaube ich mir, die Waffe noch nicht zu demonstrieren. Ich mache das dann, ich mache es nicht jetzt sofort. Ich mache es dann zu einem späteren Zeitpunkt, aber ihr werdet sie schon mal sehen, die Waffe. Und wenn ihr sie dann in Aktion erlebt, werdet ihr, ah nein, das ist nicht hier. Scheiße, wo ist es denn? Nein, es muss hier sein. Ah, ich sehe es. Ich sehe es doch.
Hast du das gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Ich habe gesagt, sehe ich doch. Also, hier nämlich runter, genau, alles geradeaus. So. Suchst du eine gute Waffe? Ja. Liegt sehr gut in die der Hand. Street Sweeper, eine also der Prototyp einer automatischen Schrotflinte. Du brauchst eine ordentliche Kanone, stimmt's? $450,000. Oh ja, die ist perfekt. Ja, das sagst du was. Passen Sie auf sich auf. Das muss ich zugeben. Aber die tun mir nichts, oder? Nein. Stehen nur blöd rum, okay. Ah, die stehen einfach blöd rum, okay, alles klar. Ich dachte, die wollen mich jetzt killen, aber da hatte ich Glück. Jetzt haben wir die Street Sweeper, hey, das ist so geil. Und ja, wir sind jetzt dafür wieder pleite, wir haben so viel Geld eigentlich jetzt investiert, aber ihr werdet sehen, das lohnt sich wirklich. Aber jetzt mache ich eigentlich weiter, also beziehungsweise ich möchte auch weitermachen mit den Missionen, aber zuerst muss ich mal schauen, dass ich jetzt hier wieder wegkomme. Und zwar fahren wir einfach mal nach Little Italy, laden dort die $1,000, kassieren wir die noch ein, da haben wir wieder ein bisschen mehr, 8.560 haben wir dann. Und dann geht es wieder weiter mit Missionen. Sind wir wieder hier. Ja, aber das Problem, ich hätte mir eigentlich die $100,000 sparen können, nicht, weil, ja, es gibt ja noch 3 Filmrollen. Nur das Problem ist, damit ich an eine der 3 Filmrollen heran kann, brauche ich eben schon die Street Sweeper. Das ginge zwar auch ohne, aber ist echt schwierig. Der Street Sweeper sollte das hier doch kein Problem sein und dann haben wir wieder $100,000, die können wir dann irgendwie, ja, also da auch nicht für Liegenschaften oder so investieren, weil waffentechnisch, ich meine, es gibt 5 Waffen, also A2 Upgrades und wir haben schon, 6 Upgrades haben wir schon, das heißt, fehlen dann noch 4 für die Tommy Gun, also für die Thompson Maschinenpistole. Und noch für die Magnum. Hey, das Spiel, also das Frapsy mir ganz niedrige da FPS-Raten. Das nervt ein bisschen. Ich habe wahrscheinlich wieder zu viel Speicher belegt. So. Aber wir sind noch gar nicht da. Jetzt wollte ich schon anhalten und aussteigen. Das geht noch ein Stück. Da sind wir und jetzt wird gespeichert. Warte mal, die Street Sweeper anschauen. Wo ist sie? Ah, da, die Street Sweeper. So geil. Und sogar volle Munition haben wir bekommen. Das ist aber nett. Das ist aber nett. Oder? Gut, ich glaube, wir haben nicht volle Munition, aber ist ja eigentlich egal. Gut, dann werde ich jetzt mal speichern, also nochmals, ja, beziehungsweise ich habe ja schon gespeichert. Also dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder, wo es dann weitergeht mit Missionen und ja. Also bis bald, tschüss. Wir gehen nach Jersey. Ja, genau, und ihr habt es vielleicht gemerkt, ich habe nicht nur Banken überfallen, weil das wäre gar nicht möglich, weil nur durch Banküberfälle bekommt man nur etwa 110.000, dann müsste man noch eine Mission machen. Aber es gibt ja einen Trick, und zwar, ja, man kann gegen den Boxer kämpfen und gewinnen, man kann ihn aber auch einfach erschießen. Und wenn man ihn erschießt, lässt er $1,200 liegen, in der Regel. Jetzt ist es so, wenn man wegläuft und sich da umdreht, steht der Boxer wieder da. Am besten arbeitet man mit Kopfschüssen, weil dann geht es relativ schnell. So wie ich es jetzt gerade mache, ist es natürlich nicht sehr effizient, immer wieder hingehen und zurück. Aber ich werde dann später noch zeigen, wie es effizient geht. Und zwar
platziert man sich eigentlich hinter dem Durchgang, also bei der Tür. Und ja, schießt einfach, also zielt eigentlich immer an die gleiche Stelle, dort wo der Kopf des Boxers auftaucht. Schießt darauf, dann, wenn das weiße Symbol verschwindet, schießt man wieder darauf, weil da kommt schon direkt der nächste. Und wenn man das einigermaßen im Griff hat, geht das dann ziemlich schnell. Ihr werdet das nachher dann noch sehen, wie ich das mir etwa vorstelle. Eben hier auch vom Billardtisch her ist natürlich Quatsch. Da muss man auch wieder zurücklaufen immer und da verliert man sehr viel Zeit. Auf jeden Fall, die Boxer lassen nicht jedes Mal Geld fallen, aber ja, wenn man das einfach ein paar Mal macht, kommt man schon an ziemlich gute Beträge. Ich kann dir das jetzt mal sagen, wie sich da das verbessert, unser Einkommen. Also von 252 auf 258.000, dann auf 264.000, 267.000, 269.000, 270.000. Eben, jetzt zeige ich euch eben von dieser Distanz eigentlich macht Sinn vom Schießen her. Ja, und man kann entweder mit der Magnum oder mit der Killerpistole oder mit der Saturday Night Special also die One-Shot-Kills machen. Weil sonst dauert das zu lange. Und am Anfang, wenn man das Spiel startet, hat man hierfür nur die Magnum. Aus 270, jetzt haben wir 272. Eben, und sobald das weiße Symbol oben am Boxer verschwindet, kann man im Prinzip schon den nächsten Schuss abgeben. Man muss natürlich schauen, etwa immer wo etwa der Kopf des Boxers ist, so spart man auch nochmal enorm Zeit. Ja, es dauert halt ein bisschen, wenn man das so macht, aber das ist wirklich eine Methode, wie man zu jeder Zeit des Spiels eigentlich an Geld gelangen kann. Neben mit den Banken, ich habe ja das gesehen, jetzt 272.000, jetzt haben wir 278.000. 281.000, eben, ja, 286.000, 88.000. 292.000, 300.000, 333.000, okay, da habe ich ein bisschen offscreen ein bisschen gemacht, jetzt haben wir 338.000, kann es fast nicht sehen, ist zu klein, ist ein bisschen vergrößern, 341.000, 347.000, ja, und jetzt kommt der da angerannt, aber das ist eigentlich kein Problem. 353.000, 367.000. Ja, eben, damit man die Banken 362 ist jetzt 363.000. Eben, was ich sagen wollte. 366.000, damit man die Banken dann wieder ausrauben kann, muss man eine Mission machen oder ja warten, bis eine Woche oder so vorbei ist. 371.000, 372.000, 374.000, 376.000. Ja, und jetzt habe ich noch die letzten Schüsse, die ich noch habe quasi. Verballer ich noch. So, hol mir das letzte Mal das Geld ab. 380.000. Genau, jetzt habe ich die etwa die 136, 138.000 Jahre kommt. Schließen wir Frieden mit dem Boxer. Der nimmt uns das nicht übel, nein. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.